Tobias Bieri spielt den Jesus in Jesus Christ Superstar in Magdeburg, genau, auf dem Domplatz hier zum Open Air. Ja, du hast ja schon einige Rollen hinter dir, auch einige größere, bekanntere Rollen. Ist Jesus trotzdem eine andere Rolle oder ist die wie jede andere? Also alle Rollen sind ja grundsätzlich anders. Deswegen, ja, das ist einfach eine Rolle so anders wie jede andere auch eigentlich. Ist natürlich eine sehr spezielle Rolle, weil diese Figur natürlich ein riesen Vorbild hat. Also jeder Mensch eigentlich hier hat ein Bild oder weiß irgendetwas über diese Rolle. Das mag bei Hamlet nicht so sein. Da gibt es vielleicht Leute, die sagen, wer ist das denn? Und bei Jesus, da herrscht ein Bild in den Menschen oft. Und das ist natürlich was anderes, aber ist auch eigentlich eine Rolle wie jede andere, die man irgendwie versucht darzustellen. Okay. Das Kreisjugendpfarrer hat uns eine Frage geschickt, die ich besonders spannend finde. Ist es schwerer zu spielen, wenn alle wissen, wie es ausgeht? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Aber das ist ja dann gar nicht meine Aufgabe, sondern die des Regisseurs, das trotzdem sehr spannend irgendwie zu machen, zu bauen. Meine Aufgabe ist es ja in Anführungszeichen nur einfach die Entwicklung des Charakters glaubhaft darzustellen. Und da spielt es eigentlich keine Rolle, was der Zuschauer weiß oder was nicht. Okay. Jetzt, wenn wir mal Jesus nehmen, oder auch der Begriff Superstar, der ja damit in Zusammenhang steht, da wird ja immer beim Superstar, wenn man Dieter Bohlen glaubt, so vom Gesamtpaket gesprochen. Glaubst du, hast du das Gesamtpaket für den Jesus? Wärst du ein guter Jesus? Im echten Leben. Also jetzt nicht auf der Bühne. Auf der Bühne natürlich ja, sonst hätte man dich nicht ausgesucht. Aber ja, ich dachte gerade, weil das wäre lustig gewesen, wenn ich gesagt hätte, nee, auf gar keinen Fall. Also den Jesus kann würde ich nie spielen, aber ich weiß auch nicht, was die hier gecastet haben. Im echten Leben, das kann ich so nicht beantworten. Also sagen wir mal, Jesus hat ja 2000 Jahre früher gelebt. Was da die Leute irgendwie spannend gefunden haben, das kann ich nicht sagen. Und heutzutage... Nimmst du so eine Anführerrolle manchmal ein oder bist du eher derjenige, der sich so etwas im Hintergrund hält? Ich bin schon eher introvertiert, würde ich so sagen. Das würde mein Regisseur auch unterschreiben. Auf der Bühne geht das da auch mal anders. Aber man sagt ja auch, dass manchmal eher introvertierte Leute dann auch auf der Bühne mal auspacken können. Aber nee, ich bin jetzt eigentlich nicht der Mensch, der sich vor Tausende von Menschen hinstellt und sagt, so machen wir es. Aber ich habe Spaß daran, rauszufinden, was diesen Menschen getrieben hat oder was in dem vorgeht. Und das finde ich sehr spannend. Okay. Deswegen. Darfst du eigentlich schon verraten, wie das mit dem Kreuz funktioniert? Ja, sehen wir die Bühne. Da ist es sogar aufgebaut. Wahrscheinlich ist es unscharf. Ja. Also wir werden ein Metall, eine Installation. Wir haben so eine tolle Bühne, offene Bühne, wo auch der Domplatz immer zu sehen ist. Mhm. Und wir werden da ein Eisenkreuz, also eher ein T, was dann eingesteckt wird auf eine Plattform. Und das wird dann verbunden mit Metallseilen oder Metall oder das weiß ich noch nicht genau, dass es so ein riesengroßes, ein Kreuz gibt, was an diesen beiden Türmen befestigt. Okay. Erst auf die Seite und auch hinten und dann werde ich da angemacht und dann wird alles hochgefahren. So. Okay. Also ich stelle mir das sehr, wir haben es noch nie gesehen mit Licht und allem, aber ich stelle mir das sehr eindrucksvoll vor. Und unangenehm. Ja, für mich ist es natürlich sehr unangenehm, ja. Also das ist auch eine das ist... Augen auf bei der Rollenwahl. Ja, die schwerste Szene natürlich, da kann ich auch jetzt nicht, ja. Das ist schon nicht ganz ohne. Definitiv, also ich glaube, das ist auch für einen selbst so ein komischer Moment. Ja, natürlich. Ich meine, das ist ja auch sehr runtergekürzt. Ich glaube, die ganze Kreuzigung dauert 7 Minuten bis zum Tod. Also ich weiß nicht genau, wie lange wir es dann schlussendlich machen werden. Aber das ist natürlich schon auch als Schauspieler nicht ganz einfach. Und dann werden wir auch noch dran arbeiten müssen, wie wir das genau machen. Wie das, dann, das Licht hilft natürlich auch viel. Aber das ist schon eine Szene, von der ich sehr viel Respekt auch habe. Okay. Du warst ja vor 3 Jahren schon mal dabei in Wien bei Jesus Christ Superstar als Simon. Stimmt das? Ja. Genau, ich war zweimal als Simon schon dabei. Okay. Ich habe in Wien Simon gespielt und in Trier habe ich auch Simon gespielt. Was ist denn hier anders? Jetzt in der Rolle oder generell in der Inszenierung? Generell in der Inszenierung. Oder was gefällt dir vielleicht sogar besser? Naja, in Wien, das war eigentlich eine konzertante Version, aber wir haben, das war schon sehr viel auch, also
inszeniert. Es war so eine Mischung aus Konzert mhm. und Inszenierung, voller Inszenierung. Und in Trier, da war es ganz modern mit zwei Bühnen, alles mit Kameras. Und okay. es war eigentlich ganz modern und sehr, sehr neu gedacht. Und das fand ich sehr spannend. Und hier ist es wieder ganz anders, es ist viel größer, es ist Open Air, es sind viel mehr Leute, es ist einfach, es ist immer eigentlich dasselbe, es ist eine neue Inszenierung und es ist wieder ganz frisch, man muss eigentlich immer frisch denken. Okay, du bist ja nicht allein in Magdeburg, wenn mich nicht alles täuscht, du hast die Polly. Ach, mein Hund, ja. Ja, genau. Wo ist er denn heute? Ja, also, wir hätten ihn natürlich gern. Ja, das hat man, yeah. ja, ich habe es jetzt gerade heute zu Hause gelassen, weil es ist auch wirklich sehr heiß. Und ja. Sie ist eigentlich immer da, sie sitzt immer eigentlich auf so einem Regiestuhl. Und ich glaube auch, das sieht man jetzt nicht, aber da steht das Wassernäpfchen. Da ist das Wassernäpfchen und da irgendwo ist der hier. Da haben wir es doch. Da ist sie immer angemacht und dann okay. schläft sie einfach da die paar Stunden und die hat sich jetzt dran gewöhnt. Ich war ein bisschen nervös, weil ich habe sie auch schon dabei gehabt, aber jetzt habe ich schon lange nicht mehr und jetzt habe ich sie wieder mal die ganze Zeit dabei und es funktioniert wirklich großartig. Also einfach mal bei ihm auf dem Profil gucken, sieht man Polly. Genau, da sieht man Polly und die ist wirklich niedlich. Immer dabei und die kommt zur Probe und die schläft dann und wenn irgendwer rumschreit, wacht sie auf und guckt, was seid ihr denn so laut und dann schläft weiter. Sie wieder weiter, genau. Gut. Nicht, dass sie, wenn du das erste Mal mit dem Kreuz probiert, nicht, dass sie dann vorgerannt kommt. Ja, ja, nee, das hat sie schon in der Probe und da hat okay. sie gerade müde hochgeguckt und dann hat sie gedacht, ach Mensch, der macht wieder komische Sachen. Genau so. Welches ist denn im Stück dein absolutes Lieblingslied und warum? Kann auch eins sein, an dem du nicht beteiligt bist, obwohl es da nicht viele ja. gibt. Also natürlich ein großer Arie oder großes Lied ist natürlich Gethsemane, wo Jesus also einen riesen Streit hatte mit Judas, alle Jungen legen sich schlafen, Judas ist weg und dann kommt es eigentlich zum Dialog oder zum Monolog zu Gott, wo er fragt, ich weiß, ich muss jetzt das tun, ich werde sterben, aber ich will nicht. Und das ist ja, was Herr Weber oder Tim Rice versucht haben, die menschliche Seite von Jesus eigentlich zu zeigen, zu sagen, das war Teil Gott oder was wir auch glauben, also jedem sei das selbst überlassen, was er da glaubt, aber sie wollen halt die Seite zeigen von dieser Figur, die Mensch war und die sagt, ich habe Angst vor dem Tod. Klar. Und ich möchte das nicht tun. Und warum muss ich es tun? Und eigentlich argumentiert, ich will das nicht tun, ich will nicht sterben, ich habe Angst davor und warum überhaupt? Und am Schluss dann auch sagt, okay, dann mache ich es. Und das ist eigentlich schon mein Lieblingssong. Natürlich auch der Song, der am meisten, der braucht einfach sehr viel Arbeit. Also das haben wir viel mit dem Regisseur zusammen gearbeitet, damit das auch dieser ganze Kampf mit sich selber, dass der zum Ausdruck kommt. Und da hilft natürlich die große Bühne auch und dieses große Hero, was oben steht, was eigentlich dann für diese Idee oder für das, nehmen wir jetzt Gott, oder steht oder für diese... Ja. für das, was ihm immer größer wird, diese Idee oder was ihm dann über den Kopf wächst und wo er am Schluss auch zugrunde geht. Und das hilft natürlich, dass ich das dann auch anspielen kann, so gegen oben. Und ein Song, den ich auch wirklich toll finde, ist Heaven on the Mind von Judas, weil sie ach so heilig sind in der deutschen Übersetzung, weil das einfach ein richtig cooler Song ist. Okay. Wie ist denn persönlich deine Einstellung zur Religion und ändert so ein Stück da vielleicht auch was dran? Ich versuche dieses Stück eigentlich nicht als religiöses Stück zu sehen, okay. sondern eigentlich einfach ein Stück über drei Menschen. Also natürlich vor allem diese drei Menschen und den Weg, den sie gehen. Das hat jetzt für mich gar nicht so viel mit Religion zu tun, weil es auch eigentlich gar nicht benannt wird im Stück. Wir reden, es wird zwar immer von einer Idee gesprochen oder Judas sagt auch, das ist nicht mehr, was du... Das ist nicht mehr dein Weg. Das war am Anfang anders. Hm. Aber wirklich konkret, worum es geht, wird eigentlich gar nicht ausgesprochen und ist eigentlich auch gar nicht so zentral in dem Fall. Omnipräsent im Stück. Ja, genau. Aber wie ist so deine persönliche Einstellung zum Thema Religion? Ich finde, Religion kann was Tolles sein für die Menschen, kann Menschen sehr viel geben. Ich finde aber auch, dass es gefährlich ist, wenn es missbraucht wird, weil Religion ist natürlich für sehr viel
Schlechtes, was in der Welt passiert, verantwortlich. Nicht per se Religion selber, aber was Menschen damit machen, mit der Rechtfertigung, wir tun es für Gott. Und das ist natürlich, oder in Gottes Auftrag, und das ist natürlich, ist so einfach zu missbrauchen, dass es einfach, dass man da sehr aufpassen muss, finde ich. Okay. Das ist eigentlich meine Einschätzung. Aber auch natürlich, wenn es Menschen einen Halt gibt und wenn es Menschen einen Zusammenhalt gibt oder wenn es gerade wie Nächstenliebe, wenn sowas natürlich der Grundgedanke einer Religion ist, ist das natürlich eine tolle Sache. Es soll nur nicht auf andere aufgezogen werden und es soll auch nicht missbraucht werden. Das ist das Wichtigste, also meine Einstellung dazu. Jesus hat gesprochen.